bin Rika Fuji von der Egedo Company. Heute ist der dritte Tag der weltgrößten Modemesse CPD Woman Man in Düsseldorf. Wir haben uns heute auf die Aussteller konzentriert und in der Halle besucht, unter anderem Ivana Helsinki aus Finnland und Ümit Ünal aus der Türkei. I would like to introduce you to the collection of Ivana Helsinki from Finland. Well, the main market for us is Japan, definitely, at this time. But we're getting more and more new clients from all over the Europe as well. This print is called Matushka Doll. It's a new one for next autumn, winter. We always have something new, and then we always want to use something what we already have had, for example, this bird print. And then this one is also a new one. We call it Bauhaus print, so it's very graphical. A little bit like Scandinavian, but also some inspiration from the Bauhaus movement. And what we also have, we have these hand embroidered things, so we make a lot of handmade details as well here in the badges, what we also use in the shirts, right here. And then we have this label skirt, for example, where we use like old vintage labels from the 70s, and they are sewn hand by hand, so one by one. And also these ones, they're first hand printed and then put it to the garment like one by one. Sehen Sie nun die Kollektion von Ümit Ünal aus der Türkei, dessen Mode verschiedene Einflüsse aus Asien, dem Orient und dem Westen verbindet. It's very surprising for me because
This is fourth time I am in here Düsseldorf and CPD atmosphere, and now I have a new customer from American marketing and Japanese marketing. And when I came the first time, I have never sell to abroad, but now I have a 25 customer and from the world, 14 countries, Switzerland and Sweden and Italy. Maybe we will have a new showroom in Bochum, and the German marketing and German media is interesting for my design. And now the Milano, they invite me very special pair, white, and I'm trying for the London Fashion Week. So it's increasingly grow up. For example, this is a little bit looks like very building, is the restoration about Art Nouveau. And Art Nouveau meaning is very aesthetic new art. So the porcelain doll, you can see the every details, the porcelain doll. So also I use a very old pink. It is very trendy, but inside is very shiny saffron. Is it taffeta and velvet. And also the effect is imported. And again the pinky, and some details, it's like a ballet and dancing, and rubbish feelings and unfinished, and again this porcelain, again. Also ich bin deutsche Designerin, lebe in London und mache ein Label für Damen, die einen sehr exklusiven Geschmack haben, ist sehr hochwertig. Ich achte darauf, dass es eine Top-Verarbeitung ist und dass es ausgefallen, aber tragbar ist. Also man kommt in den Raum und es wirkt. Es sind sehr schlichte Teile, aber an jedem Teil sind dann eben sehr hochwertige Details dran und es passt alles zusammen, man kann alles kombinieren. Als Mantel-Editor habe ich zwei Möglichkeiten, ihn zu tragen. Einmal mit dem Latz, einmal ohne. Knöpfe sind mit Handschuhleder bezogen. Das ist jetzt die Farbe Marine, den gibt es auch in Schwarz. Und wenn ich den Latz abknöpfe, dann habe ich darunter einen großen, chunky, Zwei-Wege-Reißverschluss in Silber und kann dann diesen Mantel praktisch mit Jeans eben ganz sportlich tragen. Das ist eine hochwertige Ware aus Italien in Wolle. Erfolgreichen Tag auf der CPD Woman Man in Düsseldorf sind wir nun hier auf der Cena Veneziana. Aussteller und Besucher von der Modebranche haben sich nun hier versammelt, um den ganzen Abend entspannt zusammenzusitzen und den Rest des Abends zu begehen.